Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Infovideo. Ein paar klitzekleine Sachen bezüglich Kanal, Upload, Plan etc. Wer fleißig Videos von mir guckt, wird bemerkt haben, dass diese Woche die Uploadzeiten sich ordentlich nach hinten geschoben haben, nämlich auf 18 Uhr. Es geht darum, beruflich ändert sich zurzeit ein bisschen bei mir einiges. Ich werde intern innerhalb meines Betriebes versetzt, habe dadurch andere Arbeitszeiten und keinen Zugriff mehr auf einen Rechner. Ich hatte bisher immer den Luxus, dass ich in meinen Pausen, so die halbe Stunde, die ich am Tag habe von 8 Stunden und so, immer schön meinen Stick von zu Hause mitgenommen habe und durch die unglaublich super top Internetleitung eben alle 6 Videos in der Woche hochladen konnte, weil ein Video innerhalb von 5 Minuten hochgeladen war. Dies ist nicht mehr der Fall. Deshalb muss ich jetzt alles von zu Hause hochladen mit meiner verkackten, ich glaube, 6K-Leitung dauert ein Video gefühlt 150 Minuten, um hochzuladen. Dadurch kann ich das wahrscheinlich immer erst nach der Arbeit machen. Das heißt, wenn ich so 4:30 zu Hause bin, wird schwer. Dadurch möchte ich euch schon mal sagen, die Uploadzeiten werden wahrscheinlich 18 Uhr oder wahrscheinlich ja sogar eher 19 Uhr in der Woche sein. Ich muss gucken, wie sich das entwickelt. Ich werde irgendwann jetzt, wann werde ich versetzt? Innerhalb der nächsten 1 bis 4 Wochen. Ich wollte euch nur schon mal vorwarnen, dass jetzt morgens keine Videos mehr erscheinen werden. So, das dazu. Zweitens, ich muss überlegen, ich hatte 4 Punkte. Was hatte ich noch? Genau, nächstes Projekt. Das nächste Projekt, was wahrscheinlich enden wird, wird The Lost Vikings sein. Denn ich habe mal so ein bisschen googelt, wie lang dieses Spiel ist. Dieses Spiel beinhaltet 37 Level und aktuell zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, habe ich 26 Level geschafft. Das heißt, im Optimalfall fehlen jetzt noch 11 Parts, die ich aufnehmen muss und dann ist die Sache gegessen. Und wer auch mal auf meine LP-Liste geschaut hat, wird sehen, dort stehen aktuell 4 Nachfolger zur Auswahl. Zum einen Banjo-Tooie, der Nachfolger von Banjo-Kazooie für das N64. Earthbound für das SNES mit dem Charakter Ness, der demnächst wohl eigentlich nur aus Smash Bros. Bekannt sein wird, wäre ein Blind-Projekt. Mega Man 7, ebenfalls Blind. Oder Lufia and the Fortress of Doom, was jetzt erstmal wegfällt, weil ich diesen Teil nicht anzocke, bevor ich Lufia 2 durch habe. Also lasse ich euch hier mal die Möglichkeit, ihr dürft entscheiden, welches dieser 3 Projekte ich als nächstes zocken werde. Banjo-Tooie, Earthbound und Mega Man 7, welches auch Blind ist. Also dies wird dann wahrscheinlich der Nachfolger von The Lost Vikings, außer in Zelda läuft es so gut, dass ich in den nächsten Parts durch bin. Aber das wird mit absoluter Wahrscheinlichkeit nicht so sein. Ich glaube, unter 50 Parts wird da nichts passieren. Des Weiteren, Moment, Upload-Zeiten hatte ich. Nächstes Projekt, genau. Genau, Together. Ich habe vor, bald ein Together zu starten. Ich weiß noch nicht mit wem. Ich weiß noch nicht, welches Spiel. Der Grund ist, ich werde irgendwann im Laufe diesen Jahres noch am Knie operiert und fall dadurch beruflich circa 4 Wochen aus. Dadurch habe ich unfassbar viel Zeit. Genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. Daher habe ich mir überlegt, ein Together Let's Play zu machen. Recht kurz und knackig, jetzt kein elendig langes, irgendwie so ein 100-Parts-Ding. Vielleicht so ein knackiges 10, zwischen, sagen wir, zwischen 5 und 15 Parts-Projekt. Wer Bock und Interesse hat, kann sich ja mal melden. Ich bin da relativ offen, was wir spielen, also Vorschläge sind gern gesehen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das waren so die 3 wichtigen Punkte. Den vierten habe ich vergessen, das ist sehr ärgerlich, egal. Wenn keine Notiz macht, der ist selber schuld. Dies war ein kurzes, knackiges Infovideo mit den 3 Inhalten. Wie gesagt, neue Uploadzeiten, geplantes Together, nächstes Projekt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, haut da rein. Tschüssikowski.